Oh, da können wir alles wegbomben. Das ist ja toll. Also wahrscheinlich nicht alles, aber... Ah doch. Gucken wir mal durch. Ohne Kiste. Heilpanzer? Hm, Moment. Heilpanzer klingt interessant. Aber ich gehe mal davon aus, der ist nicht für Cloud. Doch, der wäre sogar für Cloud. Eine magische Rüstung, die den Träger wiederbeleben kann. Füllt die KP vollständig... Hm, okay. Ja, machen wir. Weißt du was, das gucken wir trotzdem mal kurz durch. Lebenspanzer wäre eine für sie, dann heilt Verletzungen aller Kämpfer. Ja, von mir aus. Ja, komm, lass mal wieder. So, was haben wir denn da noch? Können wir das sprengen? Hier sprengen? Ah ja. Oh, schade, da ist ja nur die... Da wird ja nur die Wand dann kaputt. Das will ich natürlich nicht, hier einfach die Wand kaputt machen. Ah ja, und irgendwie... Ah doch, nächstes da kann man durch, das dachte ich mir schon. Ah, dann ist hier schon die Schlüsseltür. Aber wenn hier schon die Schlüsseltür ist, dann will ich da ehrlich gesagt noch nicht durch. Wir haben noch nicht... Aber hier eigentlich... Stimmt, bei ihr haben wir ja echt nur Sturzbach und das dauert ewig, bis wir es bekommen. Wir machen mal einen Zug auf beide, weil dann sind wir im P, müssten dann ganz voll sein, theoretisch. Ja, nicht ganz voll, aber fast ganz voll. So, das erste Vieh sollte hin sein, dank Clouds ultimativen Untotenschlag. Aber was ich sagen wollte, wenn hier die Schlüsseltür ist, dann gehen wir da noch nicht rein. Konfubis. Oh mein Gott. Natürlich darfst du zweimal. So. Angriff. Schlitz. Schlitz. Du musst einfach nur sterben, Gegner. Sehr schön. So zum Beispiel. So, wie gesagt, dann gehen wir da noch nicht rein, weil dann will ich ehrlich gesagt zuerst ganz unten das verschieben und gucken, was die andere Richtung so für uns vorgehabt hätte. Gab es hier nicht auch noch irgendwo so einen Gang? Das haben wir vorhin gesehen, okay. Ah, stimmt, und da geht's dann runter. Kommen wir dann da runter? Nee, komm, ich will wirklich zuerst, jetzt schauen wir wirklich, dass wir zuerst, ich versuche den Gegnern nicht auszuweichen. Ohne Überraschungsangriff, das freut mich ja besonders. Athea greift an, Guy greift an, Selan macht hier, nein, Sog diesmal nicht, sondern wir gehen wieder auf Donner. So. Zack. Oh je. Ich hätte Selan heilen sollen, fällt mir gerade ein. Das sage ich irgendwie nach jedem Kampf, oder? Oder während jedem Kampf. Oh, guck mal, Selan, die ist ja gar nicht mal so gut bei Sammeln. Naja. Heilen wir es eben jetzt nach. Das geht auch. So, super, irgendwas ist hochgestuft worden. Also, zack, einmal Selan. Exklusiv halten und einmal alle. Wir gehen da raus. Oh. Nein, ich will nicht alle Gegner nochmal töten. Wobei andererseits kommt, es ist ja wirklich egal. So, und hier können wir jetzt Sturzbach. Trifft alle Gegner besonders wirksam gegen wasserscheue Kreaturen. Ja, keine Ahnung, sind die... Ich weiß nicht, die wasserscheu sind. Ja, doch, hat ein bisschen was gebracht. Darf man sich nicht beschweren. War gar nicht mal so schlecht. Aber naja. Oh, doch, nee, ist gut, weil der erste Drache ist schon weg. So, der T-Rex, der wird jetzt auch gleich ein bisschen penetriert. So, dann einmal den da und Donner auf beide. Und gut, der Grüne könnte eh sogar schon weg sein, wenn wir Glück haben. Nach dem Donner. Ja, wunderbar. So, okay, 40. Gut. So, also einmal dann... Boah, wie war das jetzt hier? Einmal den da und bitte... Tada! Und jetzt aufmachen. Was es jetzt auch immer bringen wird. Ich bin echt gespannt. 2 T-Rexer... T-Rexius. Mach mal Angriff. Und hier machen wir natürlich Donner. So, Angriff, Angriff. Brüssel, Brüssel, Brüssel. Ja, durchaus ein halbwegs guter Angriff. Darf man sich nicht beschweren. Bei Seelan glaube ich mit... Ja gut, bei den T-Rex glaube ich kaum, dass sie mit einem normalen Angriff richtig viel Schaden machen würde. Oder schon, ich habe keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, die T-Rexe machen ordentlich Schaden. Oje, oje. So, also dann Donner nochmal und hier Angriff, Angriff. Aber die T-Rexe, die sind echt nicht zu unterschätzen. Das habe ich glaube ich im letzten schon mal erwähnt. Die sind echt nicht zu unterschätzen. So. Donnerschlag. 30. Nö, 230. Wow. Schuppi. Ich bin begeistert. So, gut. So. Das ist wieder das Let's Play der So. Zuerst den offensichtlichen Weg. Der geht nach unten. War klar. Oh, hi. Ja, komm. Ist egal. Nehmen wir alle mit. Nehmen wir alle mit, weil wir wollen ja trotzdem irgendwie hier schön ein bisschen... Bestimmt können wir eh alles nicht machen. Schön ein bisschen Gegner auch mitnehmen. Da könnten wir eventuell... Ja, Bombe. Sehr schön. Du kannst natürlich noch nichts. Zu wenig Zorn auf der Leiste. Ja. Also wir nehmen alle Gegner mit. Ihr wisst ja eh. Erfahrung, Geld und so weiter ist alles wichtig. Claudi ist einfach so übermäßig stark, ja. Oh, Schuppi ist auch übermäßig stark. Was ist denn da los? Ja, toll. Verstärkungen sind eingetroffen. Verstärkungen sind eingetroffen. Ach, das sind ja die zweimal dürfen. Ach Gott. Schattenohra. Haben wir es jetzt? Danke. Wenn wir hier so... Ja, ich glaube, das Satansbiss machen, aber braucht man auch noch nicht hier mal... Ah, doch, Blitz. Komm, hau mal raus. Hau mal raus. Einmal Donner, einmal Blitz. Was? Wie? Daneben? Ach, hey. Oh, also die Grünen, die sind offensichtlich eher so Fans von physikalischen Angriffen. Ja, und Schuppi macht... Oh, na, hat sogar funktioniert. Okay, beschwert mich. 17.000 Erfahrung. Das ist super. Ja, Gott sei Dank greife ich zuerst an. So, weißt du was? Komm, Satan bis Nosferatu. Oh, uiuiui. Nosferatu klingt böse. So, im Moment. Warum mache ich im Moment? Hier Donner. So, wir greifen zuerst den rechten Nosferatu an, damit der dann stirbt. Relativ schnell. Ja, weil Cloud hat den auch angegriffen. Weil ich habe immer die Angewohnheit, dass ich mit den Special-Angriffen immer irgendwelche anderen Gegner angreife, als die, die ich mit den normalen Angriffen angreife. Was eigentlich voll doof ist, weil man will die Gegner ja weg haben. Kirchenlied. Ja. Eigentlich kriegen wir die jetzt mit normalen Angriffen auch down. Hätte ich gesagt. Ja, genau. Da wäre jetzt Donner übertrieben gewesen. Was? Er hat übertrieben gesagt. Ja, wäre übertrieben gewesen, wirklich. Vorher das 17.000 waren übrigens Goldmünzen. Sorry, und keine Erfahrungspunkte. 2 von denen. Ja, wenn das 2 sind, dann hauen wir da mit doppelter Power drauf, hätte ich gesagt. Vorher haben wir mit 4-facher Power drauf, da haben wir jetzt nur mit Power. Reicht doch auch, oder? So, Schuppi wehrt ab, das ist schön. Warum? Warum so oft? Ach Gott. Ja, Hauptsache, die dürfen das, verstehst du? Einfach in einer Runde 2 Verstärkungen holen, ist ja echt bitter. Vor allem jetzt diese blöde grüne Flamme, die ist jetzt auch nicht mal anfällig für den Donner, ja? Alter. Gut, der rechte, der ist irgendwie, der ist glaube ich nicht sehr stark, wenn ich mich da richtig erinnere, der guckt nur doof. Aller Schlag. Juhu, Schuppi, du bist in letzter Zeit echt brauchbar. Auch wenn du meistens die Heilzauber auf die zauberst, die es nicht brauchen, aber naja. So, weiter geht die lustige, spaßige Runde im Keller. Ach komm, 2. Über ein Vampir, das eh nichts aushält, ja. Wäre ja schön, wenn das Vampir gleich nach dem jetzt kaputt wäre, aber so einfach ist es halt dann leider auch nicht. Aber jetzt müsst ihr hinsehen. Komm, sagt er. Nein. Oh, Spiegel. Okay. Ja, das war jetzt schade. Dieser Angriff, den hätte er besser beim anderen aufgehoben gewesen. Ernsthaft? Alter. Trauma. 10 Schaden. Ja, es ist... ja, hat mir sehr wehgetan. Also das haut mich jetzt richtig zurück. Wirklich, ernsthaft. Wirklich. Das ist, ich kann diesen Kampf jetzt nicht mehr abschließen mit 10 Schaden. Eieiei. So, wie wäre es, wenn der erste dann irgendwann gleich mal sterben würde? Vampirkuss. Ja, komm, zieh dir ruhig von Athea wieder... Was ziehst du eigentlich? HP? KP? Nix. Finde ich gut. So, tot. Und der wird wahrscheinlich wieder Verstärkung holen. Ja, siehst du, genau auf Guy, der als einziger keine Heilung braucht. Also manchmal glaube ich ja wirklich, der Schubbe ist absichtlich doof programmiert. Anders kann ich mir das nicht vorstellen, weil das kann ja nichts mit Random zu tun haben, dass der einfach nie richtig liegt. Das ist jetzt echt schon verdächtig. Der ist nie richtig gelegen. Moment. Machen wir einmal so, ja. Damit wir uns wieder schön MP zurückholen. 173. So, okay, auf Athea nur, ja gut, Heilakku, keine Ahnung. Das ist irgendwie so ein komischer Angriff, den braucht sowieso kein Mensch. So, und jetzt durchgeschlitzt. Celan macht hier, nein, nicht so, braucht man nicht, sondern es reicht Donner. Durchgeschlitzt. Brissel, brissel, brissel. Stirb doch einfach. Jetzt aber. Ja, natürlich. Nach Clouds Angriff muss der tot sein. Das geht gar nicht anders. So. Gut. So, jetzt haben wir den Keller leer geräumt. Ja, das freut uns natürlich sehr. So, einmal auf... Achso, das war jetzt doof. Ich wollte ja nicht... Ach, nicht ihn eben. Ja, das weiß ich. So, und ihn. Euch beide. Ja, also das mit den einzelnen Auswählen, das ist echt ein bisschen... Ich gucke jetzt mal kurz, ob ich mich vielleicht irgendwo runterbomben kann oder ob das wirklich nur ein Fake-Raum ist. Also ich nenne die immer Fake-Räume. Ja, wo wir einfach nur sind, um zu sterben, beziehungsweise wir sind halt hier, um zu trainieren. Weil sterben tun wir wegen so ein paar kleinen Gegnern natürlich nicht. Ja, so, hier brauchen wir unsere Boxkugel. Oder auch genannt der Hammer. Warum auch immer. Keine Ahnung, warum das einen Morgensternhammer nennt. Ich hab keine Ahnung. So, da geht's nach unten. Was ist denn das? Oh, Hadeswagen. Uiuiui. Es wird ja immer bunter. Also im wahrsten Sinne des Wortes, weil die sind gelb, blau und violett. Und hoffentlich anfällig gegen Brisselblitz. Ja, doch, ganz normal. Sehr schön. Ach, und Cloud hat den schönen Angriff. Oh, sogar auf den einzigen, der es braucht. Wow, ich... Schuppi. Hat der Zufall wieder gut gemeint. Oh, 335 ist wirklich nicht böse. Ich hoffe, das ist nicht Standardangriff bei dem. So, was mit dir? Bleibst du jetzt hier immer so wegteleportieren, verstehst du? Ah, wieder eine ganze Gruppe von denen. Na gut, da muss man... Ja, das dauert jetzt ein bisschen wahrscheinlich. Hm. So. Kirchenlied. So, natürlich Verstärkung. Was denn auch sonst? Ach, und gleich, ja, haben wir gleich wieder Fokus nach. Und Schubbi streichen wir auch wieder sehr sanft über die Schultern. Gut, ja, dann müssen wir den Hadeschild machen. Und wir können eigentlich den Hadeschild... Moment, kann ich das hier überhaupt? Ja, geht. Weil der Hadeschädel, der nimmt ja sowieso keinen Schaden vom Donner. So. Tötet den Hadeschädel. Sehr schön. Jetzt holen die natürlich wieder Verstärkung. Oder vielleicht wird sogar einer tot. Ja, doch, müsste passieren. Vielleicht ja auch. Ja, schön. Ja, ruft Verstärkung, ist klar. Komm, nochmal Verstärkung. Ist okay, komm, das packen wir jetzt aber. So, dich machen wir mit. Ach, das ist doch mal sogar. Komm, das ist doch mal schade. Moment, wir müssen echt zuerst... Komm, wir machen zuerst den kaputt. Damit der nicht wieder Verstärkung holen kann, weil das ist nervig. Und diese komischen Hadeschädel da in der nächsten Runde. Beziehungsweise einer... Da müssten vielleicht sogar, wenn wir Glück haben, sogar... Nee, haben wir nicht, weil Schubi normal zuschlägt und das bringt genau gar nichts. Ja, darf der Hadeschädel einmal noch Konfusbiss machen. Zweimal, Entschuldigung, der darf ja auch zweimal. Warum auch nicht, ja. So, jetzt aber. 16.000 Erfahrung, 20.000 Gold, was will man mehr? Und 6 im Lotto. Ja, ich weiß, das wäre auch toll, aber... Alles kann man auch nicht haben. So, gut, da geht's weiter rein. Oh, ein Krug. Ah, nee, wir gehen zuerst hin. Achso, da geht gar nicht auf. Na gut, dann gehen wir ihm dann nicht mehr hoch. Ah, okay. Gut, du bewegt sich offen... Nee, offensichtlich bewegt sich der... Verdammt, geh nochmal so jetzt. So, Moment, ich drehe mich rüber. Okay, jetzt haben wir den verwendet. Ach, das ist ja süß. Jetzt haben wir den verwendet, dass er uns die Tür aufmacht. Das ist ja süß. So, hi. Ihr komischen Vampire, ich hätte mich heilen sollen. Diesen Spruch haben wir heute schon ein paar Mal gehört. Ja, gut, so schlimm ist dann auch nicht. Donner und hier können wir noch nichts. Und da können wir sowieso auch noch nichts. Also Angriff, Angriff, Angriff. So, Schlitz. Daneben, war klar. Danke, Schubi. Hast du gut gemacht. Ja, man muss es ja trotzdem loben. Das hilft ja nichts. Und die MP gehen auch schon wieder zur Neige bei Sena. Okay. Vielleicht sollte man wirklich nicht so exzessiv MP benutzen. Wobei andererseits kommt es dafür da. Ja. Ah, nach dem nächsten Kampf steigen wir wieder schön in Levels, habe ich das Gefühl. So, ja, dann gucken wir mal, ob wir da ein bisschen aussaugen können bei den Handelswagen. Nö, schade. Eine Runde verschwendet. So, der erste müsste hin sein, oder? Ja, Dampfhammer ist schon stark. Das war vorher nicht nur bei Schubi so, also das ist hier auch ganz schön stark. Naja, aber wir sind natürlich stärker. So, apropos, ja, schön, wir steigen alle im Level, das ist wunderbar. Und wir haben jetzt Kapselmaus mit Level 39, das bedeutet, Schubi wird uns bald wieder verlassen. Ja. Dann wechseln wir zum nächsten unserer Kapselmonsterfreunde. Und wie tief geht das? Was ist denn hier? Moment. Keine Ahnung. Was haben wir da? Ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn ich doch nach oben gegangen wäre. Kann das sein? Ich bin mir jetzt echt nicht sicher. Ah, da geht's hier wieder. Also so viel Treppen, ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus. Nach welcher Logik soll ich hier vor... Achso, ich komme ja jetzt eh nicht mehr weg. Ach, doof. Nach welcher Logik soll ich hier jetzt vorgehen? Ich habe keine Ahnung. Können wir hier? Nein. Können wir hier? Nein, da stimmt. Da können wir gar nichts. Ich verwechsel. Ja. Egal. Ich sauge einfach mal. Wobei, das sind Vampire, die saugen doch auch. Ja, vielleicht funktioniert das so. Also auf Gegenseitigkeit, so ein gegenseitiges Saugen quasi. Ja, wunderbar. Sie saugen KP, ich sauge MP. Ist doch schön so. So, der erste ist hin. Weißt du was? Komm, wir bleiben bei normalen Angriffen. Wir sparen jetzt ein bisschen MP. Oder normale Angriffe sind ja auch stark. Vampirkus, ach wie süß. Ach wie süß. Ja, daneben, siehst du? Das tut mir sehr leid, Vampir. Dass du da einfach daneben haust. So, Megaschlitz. Und weg.